Was also zunächst den Herrn Grafen Alexander Rodzicki betrifft, so besitzt er die schöne 12-bändige Ausgabe von Cotta. Nicht aus literarischem Interesse hat er sie angeschafft, obwohl er selbst einer der eifrigsten galizischen Schriftsteller ist. Er schreibt sehr viel für die Juden, Kleinigkeiten, die eigentlich nur als Autographen Wert haben. Sondern nur deshalb hat er sich vor 10 Jahren die Bücher aus Tarnopol kommen lassen, weil die Comtesse Wanda von ihm genauso geliebt sein wollte, wie Schiller die Laura geliebt, genau so und um kein Tüpfelchen anders. Nun lag ihm aber an dieser Dame sehr viel. Er sagte oft, entweder heiratet sie mich oder ich schieße mich tot. Und nicht bloß zu anderen sagte er dies, sondern auch zu dem einzigen Menschen, den er nicht belog, zu sich selbst, denn er war ruiniert, dass ihm kein Hemdknopf mehr gehörte. Freilich befand sich Wanda in gesetzten Jahren, aber 30 ou 40, die Ziffern waren ja dem Grafen noch von Homburg und Monaco her geläufig. Also Alexander wollte, und auch die schwärmerische Wanda wollte, aber vorher wollte sie Proben jener literarhistorischen Leidenschaft. Das brachte den Grafen in nicht geringe Verlegenheit, denn er wusste von Schiller nur, dass er so ein deutscher Dichter sei. Aber wie dieser Dichter seine Laura geliebt habe, wusste er nicht. Nun, eben darum kaufte er sich, schweren Herzens, die Gesamtausgabe. Was er darin gefunden und wie er es verwertet hat, ist sein Geheimnis genug. Wanda reichte ihm Hand und Mitgift. Die letztere gab er weiter, die erstere ist ihm verblieben. Das ist die sonderbare Historie, wie einst des edelsten Dichters Werke in des unsaubersten Menschen Besitz gekommen sind. Nun stehen die schön gebundenen Bände in einem Winkelchen des öden, leeren Zimmers, das man im verfallenen Schloss Barnow die Bibliothek nennt, und vermodern langsam neben dem Casanova, den der Graf auch nicht mehr lesen mag. Diese Memoiren scheinen ihm heute viel zu honett, langweilig. Aber es naht der Tag, da die ganze Bibliothek ihre Auferstehung feiert, indem sie unter den Hammer kommt. Denn der Graf ist ein viel zu fleißiger Schriftsteller und seine Werke erleben gar zu viele Zahlungsauflagen.